ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin heute mal wieder endlich zum Filmen gekommen. Und zwar, ich gebe euch mal so ein kleines Update, was jetzt gerade bei uns ist, weshalb ich gerade auch so wenig hochladen kann. Wir warten momentan immer noch auf unser Bett. Das kommt wohl erst nächste, übernächste Woche, weshalb hier in der Wohnung totales Chaos herrscht. Ich habe ein neues Mikrofon und neue Lichter bekommen, die ein bisschen auch den Hintergrund mit ableuchten, was ich eigentlich sehr, sehr hübsch finde. Habe jetzt praktisch auch so ein bisschen neues Setup, habe jetzt praktisch alles nochmal ein bisschen umgestellt, hinten mal endlich alles eingeräumt. Es ist gerade einfach wahnsinnig viel los, total chaotisch, muss ich euch sagen. Gerade die Halloween-Vorbereitungen sind auch gerade wieder am Laufen. Ich habe für nächste Woche, habe ich auch, also ich habe schon total unrealisiert, dass die Glow nächste Woche schon ist. Ich habe jetzt auch schon angefangen, Sachen zu waschen, zu packen und so, weil ich habe bis dahin jetzt, also ich arbeite praktisch, wenn ihr das Video seht, ist es ja praktisch jetzt, also ich lasse jetzt, habe es jetzt heute gedreht am Dienstag, es werdet ihr am Mittwoch zu sehen bekommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist gerade sehr, sehr anstrengend, das ist auch überhaupt keine Entschuldigung, aber momentan geht das Privatleben echt absolut vor, weil ich einfach jetzt hier erstmal fertig werden muss. Und ich habe für euch, wie gesagt, immer ein offenes Ohr. Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram schreiben und könnt mir gerne unter Jenny What Else YouTube dort folgen. Und ich möchte heute mit euch die Ready-to-Glow-Box auspacken. Diese Glow-Box bekommt ihr, wenn ihr ein Häkchen setzt bei den Glow-Tickets. Ich glaube, ich habe jetzt ein Gold-Ticket. Wir haben jetzt alle Gold-Tickets. Und ich würde euch gerne den Inhalt dieser Box zeigen. Ich finde das eigentlich immer sehr schön. Das ist praktisch. Ich habe jetzt zum Beispiel für die Glowboxen 50 Euro bezahlt und muss euch echt sagen, das hat sich wahnsinnig gelohnt. Es sieht wirklich immer sehr gut aus. Ich habe die Kartons, die sind auch sehr, sehr schön. Die behalte ich immer, sind sehr, sehr dekorativ. Und auf jeden Fall schauen wir jetzt mal, was da drin ist. Die Glowbox bekommt ihr praktisch immer etwa eine Woche vorher. Manche haben sie schon seit ein paar Tagen. Ich habe sie jetzt praktisch gestern erst bekommen. Bekommt ihr praktisch zu eurem Ticket dazu. Ich finde das eigentlich ganz cool. Etwa die Kosten, die da drin sind, ungefähr 10 Euro, manchmal auch mehr. Also ich habe 4 Stück davon bekommen, also 2, mein Freund und ich. Da wird auch die Hälfte etwa vom Inhalt der anderen Box in eine Verlosung gehen. Ich habe mich jetzt entschieden, weil ich am 15. auch wieder nicht dazu gekommen bin, die 1000 Abonnenten-Verlosung zu machen, die mittlerweile schon echt 300 Abonnenten echt zurückliegt. Katastrophe, ich schäme mich schon langsam für mein Zeitmanagement. Aber die Hälfte der Sachen, die praktisch hier drin sind, gerade die Kosmetikartikel, die ich jetzt doppelt habe, werden für euch auch in die Verlosung gehen, damit ihr auch noch was davon habt. Und ich denke, ich werde auch von der Glow-Tüte, weil ich habe ja von der Glowback auch 2, werde ich auch aussortieren und die werde ich dann auch noch zukommen lassen. Somit habe ich dann 4 Gewinner praktisch, habe praktisch genug Items zusammen. Und wir packen jetzt auf jeden Fall mal aus. Ich habe jetzt, also ich finde diese Glowboxen wahnsinnig praktisch, Leute. Die sind immer sehr gute Qualität und das könnt ihr immer so als cool als Organizer nehmen. Ich hatte noch einen Zettel von der Glowbox. Da war wohl irgendein Item, was nicht reingekommen ist. Es war so eine Evelyn-Bürste. Da habt ihr praktisch noch einen Gutschein bekommen. Den habe ich jetzt allerdings in der Küche liegen. Es ist praktisch auch so ein pinkener Zettel, wo drauf steht, ups. Und da stand praktisch drauf, dass ihr praktisch einen Evelyn-Pinsel mit Spiegel eigentlich bekommen hättet. So ein Reisebürstchen. Das hat aber wohl leider nicht ganz geklappt. Dafür haben wir diese Items hier. Und ich hasse diese Bubble-Dinger. Ich versuche jetzt auch möglichst wenig davon rauszuschmeißen. Und ich ziehe jetzt einfach mal ganz random raus, was ich kriege. Und zwar, hier haben wir einmal ein Hitzeschutzspray Zitrone-Papaya von Alverde. Für normales Haar. Ich habe das jetzt auch noch gar nicht ausgepackt. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch eine komplette Box von meinem Mann. Die steht im Wohnzimmer. Die sortiere ich dann. Wie riecht das? Okay. Also ich muss euch sagen, das ist zwar ein Hitzeschutzspray, das würde ich jetzt aber nur zum Föhnen benutzen, aber jetzt nicht zum Glätten, weil Alverde ist halt ein Naturprodukt. Ich mag Alverde eigentlich schon. Ich mag nur diese absolut künstlichen Wellness-raussuchenden Düfte nicht. Ich mag das einfach nicht, wenn ihr so suggeriert bekommt, dass es halt nach Wellness und Natur riecht, aber brutal nach Rose, brutal nach Papaya, brutal nach Zitrone riecht. Das gefällt mir jetzt nicht besonders. Aber wie gesagt, das kann man auf jeden Fall zum Föhnen benutzen. Da seht ihr es. Und dann habe ich mich total gefreut, dass ich jetzt gerade hier reinguckt habe. Das sind so tolle Pads. Und zwar sind das Evelyn 40 Peeling Pads mit Aktivkohle. Ich habe tatsächlich 6 davon hinten in meinen Schubladen. Das sind Pads. Ich zeige sie euch mal, weil die brauche ich eh. Schaut mal, das sind praktisch solche Pads. Die seht ihr hier. Und diese Dinger hier vorne sind ganz rau. Und die sind ganz weich. Und wenn ihr praktisch einen Toner da drauf gebt, den ich jetzt hier übrigens auch sehe,
Dann könnt ihr praktisch ganz toll euer Gesicht mit peelen. Ihr könnt auch wahnsinnig viel Make-up damit runterwaschen. Das ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Sie sind auch nicht Limited Edition, das heißt, die haben sich wohl doch bewährt. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Liebes Evelyn-Team, wenn das jemals rausgeht, kriege ich einen Schreikrampf und dann kaufe ich 100 Stück davon. Also es ist wirklich toll, ihr könnt halt 2-in-1, ihr könnt euch abschminken und gleichzeitig halt exfoliaten. Das heißt, ihr könnt praktisch ein Tonikum auftragen. Und ich habe hier, das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich so bin immer auf der Suche nach guten Glow Tonics. Weil ich habe ehrlich gesagt so gute Haut, wie ich jetzt habe, nur durch die Glow Tonicums gehabt. Ich hatte das von Pixi. Das von Pixi war auch sehr gut. Ich fand es allerdings nur etwas scharf für meine Haut. Und habe mich dann für The Ordinary entschieden, dieses Glycoronic Acid mit 7%. Das sieht so aus, das kriegt ihr bei Beauty Bay, das kriegt ihr auch überall sonst, wo ihr bei The Ordinary jetzt einkaufen könnt. Das kostet, glaube ich, 7 oder 8 Euro und ist wirklich wahnsinnig günstig. Jetzt gibt es von Balea eins, und zwar aus der Term Perfection Reihe, den Glow Toner Frische und Ausstrahler mit Kombucha und Matcha Extrakt. Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr gut, weil mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt gestern tatsächlich die andere Box, da habe ich das kurz rausgezogen gehabt und habe das mal ausgetestet. Das hat wirklich super funktioniert auf meiner Haut. Und ich muss euch sagen, ich bin jetzt heute zum Beispiel auch überhaupt, also ich habe wenig Make-up im Gesicht. Ich habe jetzt tatsächlich meine Augen geschminkt, etwas Concealer und Bronzer benutzt und das war es gerade momentan. Ich muss jetzt gerade auch ein bisschen gucken wegen meinen Kontaktlinsen. Ich muss jetzt wieder neue bestellen, weil ich für nächste Woche ein neues Paar brauche. Für Halloween brauche ich dann wieder welche, aber ich glaube, ich werde eher auf Monatslinsen umsteigen, beziehungsweise auf Einzellinsen, weil ich irgendwie nicht den ganzen Monat tragen kann, weil ich ja in der Arbeit keine trage. Und das Term Perfection, wie gesagt, ich kann es echt empfehlen, es ist richtig, richtig geil. Ich denke mal, es wird so um die 2 Euro liegen. Das Produkt könnt ihr, glaube ich, ab dem 29.10. dann praktisch im Laden kaufen, am Montag nach der Glow. Und ich finde das richtig, richtig gut. Dann haben wir hier, hi Krischi. Krischi ist riesig, der würde hier schon gar nicht mehr im Bildschirm passen. Dann haben wir hier eine Aqua Hydro Tuchmaske mit Meeresalge. Die sind neu. Eine Tuchmaske ist eigentlich immer schlecht und kann man nicht schlecht und kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Dann habe ich hier einen Fingerloop für Smartphones. Das ist einfach so ein Ding, wo ihr praktisch eure Finger reintun könnt und praktisch euer Handy so halten. Ihr seht es ja hier an der Beschreibung. Das finde ich auch richtig cool, weil... Also ich sag mal so, an meinem Handy habe ich so einen Knubbel dran, wo ich auch reingreifen kann. Ist aber sehr, sehr praktisch. Gefällt mir aber sehr gut. Ich glaube, das wird mein Mann nehmen. Ist ja eigentlich auch seine Box. Dann haben wir hier einen Highshine Lipstick von Catrice in einer wunderschönen, ich sag immer Kim Kardashian Farbe. Die werden beide von den Boxen zu euch in die Verlosungen gehen, weil ich halt diese Lippenstifte mittlerweile nicht mehr so häufig trage. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Dann habe ich mich so gefreut. Und zwar, es gibt ein Balea Schönheitsgeheimnis reichhaltiges Shampoo. Das riecht wirklich sehr gut. Ich hab das tatsächlich auch in Gebrauch. Die haben halt keine Silikone, die Shampoos sind wirklich spottbillig. Ich glaube 1,45 Euro oder so. Wirklich ein wahnsinnig tolles Shampoo. Gefällt mir. Und dann, oh, da gibt es was zum Fooden. Das ist immer gut. Das hat gestern tatsächlich mein Mann sich aus seiner Box geholt. Das sind so Sportriegel und zwar Natural Energy Riegel mit Vollkorn, Haferflocken, Cranberries, Himbeer und Blaubeere. Der war auf jeden Fall mega lecker. Richtig lecker. Und das ist ein Kakao-Nips Erdnussriegel. Den hat er auch gegessen und fand er auch sehr gut. Dann haben wir hier noch einen grauen Kajalstift. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass, also das ist ein ganz hübsches Grau, das werde ich auf jeden Fall behalten. Ich bin so froh, dass es kein Make-up gegeben hat. Letztes Mal in der Glowbox, das hätte man sich auch total sparen können, gab es Make-up in Farben, die hätte die Hälfte der Leute, die praktisch hier die Glowbox bekommen, gar nicht nutzen können. Ich finde das nicht so toll. Also ich finde, dann hätte man das schon ankreuzen können, hell, dunkel, mittel oder sowas. Damit man wenigstens einigermaßen die gleiche Farbe bekommt, die man auch wirklich nutzen kann. Ich habe die damals komplett weggeschmissen, weil ich hatte auch niemanden, der Alverde-Schminke benutzt. Alverde zum Beispiel, da mag ich die Blushes sehr gerne. Lippenstifte sind auch eigentlich sehr gut. Und die Eyeliner sind, ich sag mal so, Standard. Aber, und ich habe noch einen Primer, dieser Hydrogel Primer mit so Aloe Vera Perlchen drin. Der ist auch noch richtig gut. Aber ansonsten muss ich euch sagen, habe ich eher weniger von Alverde. Also nicht, weil ich jetzt nicht auf dieses Naturkosmetik stehe, sondern weil ich einfach von der Qualität überhaupt nicht überzeugt bin.
Dann Trended Up hat hier noch einen Nagellack eingelegt und zwar einen ganz tollen Herbstton. Oh ja, da sind überall diese Bubble Papers dran. Und zwar hier dieses bräunliche Rotbraun. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Wäre eine Nagelidee. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, was ich mit meinen Nägeln machen soll zu Halloween. Dann habe ich noch zwei Sachen hier drin, bis dann die ganzen Popcorn-Dinger kommen. Dann habe ich hier am Balea Aluminium Sensitive Care von Balea. Das ist natürlich immer cool, so ein kleines. Und das ist so eine kleine Empfehlung von mir. Oh, jetzt habe ich euch weggeschubst. Ist diese Zahnpasta. Das ist die Ginger und Melisse Zahncreme von Don't Dent. Ich habe die tatsächlich seit etwa 3 Monaten schon und ich finde die wahnsinnig gut. Im Großen und Ganzen muss ich euch mal sagen, es gibt hier ein paar Hits und Miss für mich. Also, was finde ich jetzt nicht so toll? Also, das finde ich richtig gut. Also, das benutze ich auch. Da würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt ja den Gutschein, den ihr noch von Evelyn praktisch nachträglich bekommen habt, den könnt ihr beim Evelyn-Stand einlösen. Da bekommt ihr dann praktisch, denke ich mal, irgendwas extra. Vielleicht ist auch eine Reisebürste oder so. Die Schokoriegel finde ich allerdings auch richtig gut. Also, mir hat das ganz gut gefallen. Den Kajalstift. Ja, das muss jetzt nicht sein, aber ich fand die Farbe jetzt. Und wie gesagt, der trägt sich auch ganz cremig auf. Also ich glaube, ihr könnt tatsächlich damit gut arbeiten. Ja, das Allerwichtigste. Das finde ich allerdings auch ganz cool. Das finde ich hammergeil, weil ich finde halt, das hat unserer Drogerie echt noch gefehlt, so ein Glow Tonic. Das ist einfach jetzt gerade so ein Modern Ride, den einfach die Baleas wieder aufgegriffen haben. Bin ich auch sehr froh drüber. Nagellacke, muss ich sagen, ist jetzt nicht my cup of tea, weil ich einfach denke, also ich zum Beispiel, ich habe gemachte Nägel, ja, aber nicht jeder hat gemachte Nägel, aber die von Trended Up sind wenigstens eines der besseren Nagellacke. Den Lippenstift finde ich jetzt für die Herbstsaison einfach viel zu nudig, also wenn ich den tragen würde, würde ich bei The Walking Dead mitmachen können. Das Hitzespray finde ich ein bisschen unnötig. Ich hätte gern lieber sowas gehabt wie eine Bodylotion oder so. Weil Balea hat ganz, ganz tolle, ganz günstige für 1,30 € oder so Bodylotions. Ich habe jetzt ganz lange nach dieser Vanilla Chai Kürbis rausgesucht, Bodylotion. Leider habe ich sie nicht mehr gekriegt. Das Shampoo finde ich auch sehr geil. Also man hätte zum Beispiel statt dem hier auch gerne den Conditioner reinlegen können. Aber ich glaube, das hat dann auch was mit dem Gewicht des Pakets zu tun. Deo finde ich eigentlich sehr praktisch. Die Hydro-Tuchmaske finde ich eigentlich auch ganz okay, wenn sie funktioniert. Und die finde ich auch ganz gut. Also ich finde eigentlich, dass dieses Paket 1000-mal besser gewesen ist wie das letzte. Man kann sich überhaupt sowieso nicht beschweren, weil es ja praktisch umsonst ist. Aber ich finde halt wirklich, dass das ganz tolle Produkte gewesen sind. Und ihr bekommt halt wirklich, jetzt habe ich schon wieder weggeschmissen. Und ihr bekommt halt wirklich eine gute Menge. Die Kartons würde ich an eurer Stelle aufbewahren. Das sind ganz, ganz tolle Kartons. Die tue ich immer in meinem Expedit-Regal tatsächlich. Ich habe oben in meinem Schrank, ich glaube hier in dem Abteil, habe ich Backups von der Heidi, wo es demnächst auch ein neues Video zu geben wird. Allerdings ohne den neuen Schrank, weil ich halt ein Unboxing-Video für euch da habe. Und ich habe auch noch die My Little Box, die wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Die werde ich auch filmen mit dem Make-up, weil ich jetzt gerade einfach wenigstens die Boxen auspacken möchte die Woche. Und ich plane so viel, aber ich hoffe jetzt einfach auch, dass das Bett bald kommt, weil da oben sind zum Beispiel noch Taschen drin, wo eigentlich Make-up reingehört, aber es klappt einfach nicht anders. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr seid mir nicht sauer. Verlosungen sind, da unten ist eine ganze Schublade voll für euch. Ich habe für vier Personen tatsächlich eingekauft, was zusammengesammelt aus PR-Sachen, die ich mal zugesendet bekommen habe, aussortiert, weil ich ja auch nicht alles verwenden kann. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch dieses Video wahnsinnig Spaß gemacht hat und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder am Freitag. Ich bemühe mich, am Freitag direkt wieder hochzuladen für euch. Und gebt mir mal ein großes Feedback darüber, wie ihr die Beleuchtung findet. Ich finde sie irgendwie sehr, sehr angenehm. Ich finde auch, der Ton ist wesentlich besser geworden. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, was ich an mein Handy anschließen kann, weil ich habe mich jetzt auf jeden Fall erstmal gegen eine neue Kamera entschieden, weil die einfach hier viel zu gut ist. In knapp 10 Monaten kaufe ich mir auch ein neues Handy, ein Note. Also ich werde auf jeden Fall wieder bei meiner Note-Reihe bleiben, weil ich von diesen Samsung Notes mega begeistert bin. Und auf jeden Fall sehen wir uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder, meine Lieben.